Wir melden uns vor dem Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg aus dem Pinguine TV-Studio am Dienstagabend. Ihnen und euch allen schon mal ein herzliches Willkommen zum Spiel und hoffentlich zu Sieg Nummer 10 in Serie. Schön wäre es, es ist unglaublich, was die Pinguine für eine Serie hinlegen im Moment. 9 Spiele bis jetzt in Folge gewonnen, darunter ganz, ganz überzeugende Siege, unter anderem auch ein Derby-Sieg bei der DEG, also Eishockey-Herz. Was willst du mehr? Heute vielleicht dann wirklich Sieg Nummer 10 und damit einen Uraltrekord einstellen. Wäre doch eine tolle Geschichte. Wir sind zuversichtlich, wir hoffen drauf, wir drücken die Daumen und Support kommt natürlich auch von den Rängen von euch, von den Fans, darauf freuen wir uns. Und ich weiß ja nicht, viele von euch werden denken, 24. Dezember, irgendwas war da. Viele kriegen dann hektische Flecken und denken, ach, Weihnachten fällt wieder auf den 24.12. Es ist immer wieder überraschend, jedes Jahr aufs Neue, aber Sandra aus dem Pinguine Fanshop, die uns hier schon gut beschirmt, ist gut vorbereitet auf Schmuddelwetter, auf kaltes Wetter und auf diejenigen, die noch keine Weihnachtsgeschenke haben, richtig? Richtig. Also wie man hier unschwer erkennen kann, wir stehen unterm Regenschirm, der ist neu, mit Logo gegen Regen super und hat auch eine automatische Öffnung. 29 Euro kostet das oder kostet der schöne Schirm. Gibt es oben bei mir auch im Fanshop. Dann gibt es neu Handschuhe für 10 Euro, eine Pudelmütze für 18 Euro und die Wollmütze, die ich auch trage, die hier unten auch einmal liegt, die gibt es für 20 Euro. Sehr modern in diesem Beanie-Style, die hinten so lässig runterhängt. Dann auf großer Nachfrage bzw. Wunsch auch von den Fans und auch von Auswärtsfans gibt es endlich Kugelschreiber vom KIV. Ja, also kommt vorbei, es gibt immer was Neues, gerade auch zu der Jahreszeit und vor Weihnachten. Perfekt. Super, also auf jeden Fall sehr, sehr schmückend und merkt ihr das im Moment so ein bisschen, dass Weihnachtsgeschenke-Run ist da oben? Ja, definitiv. Also auf jeden Fall ist viel los, aber wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt und haben auch weihnachtlich geschmückt mit Weihnachtsbaum und so. Also kommt vorbei. Wer kauft denn mehr, die Frauen oder die Männer? Ja, was meinst du denn? Also natürlich wir Frauen. Okay, und die Männer kommen dann alle am 23. wahrscheinlich ganz hektisch angerannt, ne? Ja, kurz vorher. Also auch dann, Männer kommen auch gerne so nach dem Spiel, kurz bevor wir schließen. Dann, ah ja, ich könnte noch mal was mitnehmen. Also, kauft ein bei Sandra. Die neuen Fanartikel seht ihr zum Beispiel, diesen Regenschirm, Mützen in aller Art und Weise und Kugelschreiber. Guckt euch das an, einfach am Fanshop direkt hier überm Haupteingang im Umlauf. Und dort könnt ihr natürlich bis kurz nach dem Spiel noch ein bisschen einkaufen. Und am 23.12. sozusagen die letzte Chance hier beim Spiel gegen die Grizzly Adams Wolfsburg nochmal zuzuschlagen. Die Weihnachtsgeschenke 2012. Bei Sandra und im Fanshop der Pinguine kriegt ihr alles. Viel Spaß dabei. Bis gleich.